Heute möchte ich über das Wigschweißen mit der EasyTick-Serie sprechen. Was bedeutet Wigschweißen? Wig heißt Wolfram-Inertgas-Schweißen. Ich habe eine nicht abschmelzende Wolfram-Elektrode. Wolfram besteht aus seltenen Erden und kann hohe Temperaturen übertragen, also einen Lichtbogen. Es hält ca. 3260 Grad aus. Im Englischen übrigens sagt man TIG, Tungsten-Inertgas. Also Tungsten ist das gleiche wie Wolfram. Als Gas habe ich ein inertes Gas, das Gas Argon, was untätig ist. Also inert gleich untätig. Es schützt die Nadel und auch mein Material. Der linke Manometer zeigt meinen flaschenhaltenden Bar an und der rechte Liter pro Minute, die ich hier einstellen kann. Beim Wigschweißen sollte man 8,5 bis 9 Liter pro Minute hier einstellen. Beim Wigschweißen unterscheidet man DC- und AC-DC-Geräte. DC heißt Directly Current, also Gleichstrom. Hier kann ich alles schweißen außer Alu, also Stahl, Edelstahl, Titan. Und wenn ich Alu schweißen möchte, brauche ich ein AC-Gerät, also Wechselstrom. Wir fangen an mit dem EasyTick 181 DC. Das Gerät ist sehr einfach einzustellen. Ich habe nur die Grundfunktionen. Alles andere läuft im Hintergrund. Ich kann meinen Strom einstellen, ich kann meinen Downslope einstellen, das heißt, wie schnell ich die Rampe runterfahre, und meinen Postflow, das heißt meine Gasnachströmzeit. Dann kann ich noch einstellen, Zweitakt, Viertakt oder Elektrode. Was ist das? Beim Zweitaktschweißen muss ich die ganze Zeit auf den Brennerschalter drücken. Beim Viertaktschweißen kann ich den Brennerschalter loslassen. Hier haben wir das EasyTick 201 DC Puls. Hier habe ich den klassischen Wig-Ablauf. Das heißt, hier kann ich jeden Parameter einstellen, der für meinen Prozess wichtig ist. Je nachdem, welche Aufgabe ich habe und welches Material ich habe. Für das EasyTick 201 DC gibt es im Zubehörprogramm noch eine Fernbedienung, die wireless läuft, von der ich alle Parameter ganz bequem von Ferne, zum Beispiel wenn ich in eine Maschine gekrochen bin, ansteuern kann. Für alle Geräte gibt es ein Fußpedal, wo ich ganz bequem meine Leistung regeln kann. Das läuft mit Kabel. Für das 201 DC haben wir zusätzlich noch ein Fußpedal ohne Kabel, wo ich auch hier wieder ganz bequem meine Leistung regeln kann. Und das kabellos. Ihr habt gesehen, die Geräte sind sehr einfach einzustellen. Ich kann jeden Parameter über den Knopf anwählen, also arbeiten wie der Profi. Die EasyTick-Serie ist der Einstieg in die Wig-Welt. Für alle, die Präzision schweißen wollen, zum Beispiel Sichtnähte an Edelstahlgeländern. Alle Geräte bestechen durch bestes Preis-Leistungs-Verhältnis.